Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich mit euch ein Video teilen, welches ich mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp, verlinke ich oben in den Infokarten, für unsere Facebook-Gruppe An und Ehre, die schleimfreie Heilkost, gedreht haben. Dieses Video haben wir vor ca. 3 Wochen veröffentlicht und dazu ein sehr positives Feedback von unseren Gruppenmitgliedern bekommen. Ihr seht hier unsere Gruppe. Ich setze den Link der Gruppe auch unter dieses Video. Da könnt ihr gerne beitreten, könnt auch Fragen stellen oder Beiträge posten. Und von uns gibt es auch regelmäßig Beiträge. Und wir können uns rund um die schleimfreie Heilkost, Gesundheit, alternative Lebensweisen austauschen. Was wurde zum Beispiel heute gepostet? Der Henry hat von mir einen Artikel gepostet, 8 Varianten Brennnesseln roh zu essen. Da gibt es auch, wie schon erwähnt, Beiträge von anderen Leuten oder hier vom Christian Permakulturprojekt, auch sehr, sehr interessante Videos. Ich scroll jetzt zu dem Video zurück, um dem es in diesem Video eigentlich geht. Hier ist das Video, wie schon erwähnt, wir haben da sehr gutes Feedback bekommen und da habe ich mir gedacht, ich möchte dieses Video meiner YouTube-Gemeinschaft nicht vorenthalten. Es geht um das Thema schleimfreie Heilkost, Früchte, grüne Lebensmittel und vor allem Schäden durch zu viele Früchte und Trockenfrüchte. Beziehungsweise geht es hier auch in diesem Video darum, welche Fehler die meisten Menschen machen, wenn sie ihre Ernährung umstellen, gerade eben auch in eine pflanzliche Kost oder eben auch eine Rohkosternährung, dass einfach zu viele Früchte, zu viele Trockenfrüchte gegessen werden. Bevor ich mit dem Video starte, möchte ich nochmal schnell hier rüberspringen auf meinen Blog. Der Henry hat einen sehr interessanten Gastbeitrag verfasst über Brother Air, der Mann, der in 18 Jahren nur 4 Jahre gegessen hat. Und Brother Air praktiziert seit 40 Jahren die schleimfreie Heilkost und ist sehr interessant, seinen Weg einfach mal ein bisschen mit nachvollziehen zu können. Er ist Musiker, also Musik ist seine große Leidenschaft und das Faszinierende ist eben auch der Titel, der Mann, der in 18 Jahren nur 4 Jahre gegessen hat. Und viele denken sich, das ist ja gar nicht möglich. Wieso fastet er so viel? Und ich finde, der sieht wirklich sehr gesund aus. Und es ist möglich. Und meine Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass uns viel Wissen vorenthalten wird oder dass unser Wissen sehr begrenzt gehalten wird, dass so viel mehr möglich ist. Und gerade auch, was die Ernährung angeht, finde ich es auch faszinierend, mit wie wenig Nahrung wir auskommen können und trotzdem gesund und fit sind. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Ressourcen verschwendet werden, um Nahrung anzubauen, beziehungsweise wie viele Nahrungsmittel auch verschwendet werden und auf dem Müll landen, wenn es da wirklich mal ein großes Umdenken geben würde, da wäre schon viel gewonnen. Also ich verlinke euch diesen Beitrag auch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Ist auf alle Fälle ein interessanter Beitrag und der Henry hat dann auch ein paar Videos eingefügt, wo ihr dann den Brother Air auch mal in Aktion sehen könnt, wo er zum Beispiel mit seinem Sohn musiziert. Und hier spricht er über ein Saftfasten, was über 9 Monate währte. Ist wirklich erstaunlich, auf alle Fälle interessant, was so möglich ist. Jetzt springe ich zurück und jetzt gibt's für euch das Video mit Henry Lopp und mir aus unserer Gruppe An und Ehre, die schleimfreie Heilkost. Wir freuen uns natürlich über Feedback, hinterlasst gern eure Meinungen und Gedanken zu den Themen, die wir in diesem Video ansprechen. Alles Liebe! Hallo ihr Lieben, das Video, was wir heute machen möchten, hier für euch und für die Gruppe, das liegt uns sehr am Herzen. Wir werden euch gleich ein paar Beispiele nennen, die sich mit einer Fruchternährung oder mit einer überwiegenden Fruchternährung sehr stark geschadet haben. So. Und dann gehen wir auch noch auf eine andere Theorie ein. Und diese Theorie besagt, dass grüne Lebensmittel, Wildkräuter und so weiter, dass die erdige Stoffe enthalten. Diese erdige Stoffe würden uns mit der Zeit verkalken und versteifen lassen und der Gesundheit nicht dienlich sein, sagt man. Wir beide haben aber eine ganz andere Erfahrung gemacht. Silke wird gleich noch von ihrer Erfahrung erzählen. Ich persönlich, für mich kann erzählen, ich habe mich die ersten paar Jahre überwiegend von einer fruchtreichen Ernährung ernährt und das war für meine Gesundheit nicht gut, ja, weil ich eben versucht habe, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und dann habe ich eben Probleme bekommen mit den Zehen, die Fingernägel und so, das war nicht stabil genug und ich habe auch viel Sport gemacht und ich habe mich dann teilweise hundeelend gefühlt zwischendurch und habe mir dann zwischendurch immer wieder gesagt,
Ja, das liegt alles an der Giftung, Entgiftung, Entgiftung, aber nee, das ist nicht die Entgiftung, ja, weil man diesen Weg einfach viel sanfter gestalten kann. Und dafür sind dann eben auch die grünen Lebensmittel da oder eben auch, wie wir es halt hier schon ansprechen, auch das gedämpfte Gemüse oder das gekochte Gemüse oder Übergangsgerichte, die auch in der Steinbrennheilkost beschrieben sind. Die sind dann eben dafür da, um diesen ganzen Prozess sanft und milde zu gestalten, ohne dass man irgendwelche körperlichen Beschwerden bekommt, ja. Oder sagen wir mal, klar, Entgiftungssachen, die kann zwischendurch immer wieder mal bekommen, dass man eben mal Kopfschmerzen hat oder sowas, ja. Aber es geht jetzt eben um die Sachen, Zahnprobleme und so weiter zu vermeiden. Und dafür ist dann, sind dann eben die grünen Lebensmittel gut. Und diese grünen Lebensmittel, die habe ich jetzt, die letzten 6 Jahre sind schon bei mir regelmäßig mit dabei. Das sind die Wildkräuter, das sind die grünen Säfte, das sind die grünblättrigen Sprossen. Und ja, die geben mir persönlich, die geben mir Energie. Ich weiß, dass sie den ganzen Prozess super unterstützen, dass sie das Blut reinigen, dass mehr Sauerstoff dadurch in den Körper reinkommt und dadurch ist viel mehr Energie auch da. Und das kann man spüren und auch sehen. Ja. Silke, welche Erfahrungen hast du gemacht mit den grünen Lebensmitteln? Beziehungsweise, ja, was möchtest du gerne dazu sagen? Also, ich habe das ja auch gelesen mit diesen Früchte, Früchte, Früchte. Ich habe meine Ernährung auf 2013 wieder auf Rohkost umgestellt, also auf eine längere Rohkostphase. Ich habe das zwar gelesen, aber mein Inneres hat immer mir abgeraten davon, nur Früchte zu essen. Ja, also ich liebe auch Früchte und ich esse auch gerade, wenn wir auf Reisen sind, auch gern reife Früchte oder ich bestelle mir mal reife Früchte, aber wir haben halt hier in Deutschland nicht so die gute Qualität an Früchten. Also vieles kommt eben aus dem Ausland, wird zu früh geerntet, ist nicht wirklich reif, hat nicht wirklich das volle Aroma und das volle Nährstoffspektrum aufgebaut, ausgebildet. Und deswegen war ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Vielleicht esse ich auch mal im Sommer mehr Früchte, wenn wir hier die heimischen Früchte haben, aber ich habe nie vergessen, Sprossen oder Grünzeug zu essen. Ich meine, wir leben hier in Deutschland, wir haben von Frühjahr bis Herbst eine wunderbare Vielfalt an Grün und warum sollen wir das nicht nutzen, so wie die Tiere auch. Das heißt, wir sollen uns ja nicht kiloweise davon reinschaufeln. Klar, die Menschen, die noch so 5 Mahlzeiten am Tag essen und denken, ja, jetzt auch mal mehr Grün essen, die denken, sie müssen ein Kilo Grün sammeln oder ein Kilo Grün essen. Das muss es nicht unbedingt sein. Also ich esse jetzt nicht kiloweise Grün. Das Ich ist auch immer so eine nicht. kleine Handvoll oder ich presse mir mal einen Saft, dann verwende ich natürlich mehr. Aber es ist halt über die Jahre haben sich diese grünen Lebensmittel, vor allem auch Wildkräuter, einfach zu einem festen Bestandteil in meiner Ernährung, sag ich mal so, es hat sich einfach bewiesen, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren keinerlei Schäden, also ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie großartig geschädigt habe mit dieser Ernährungsweise. Während ich aus persönlichem Umfeld weiß, da ist zum Beispiel ein guter Freund von mir, hat halt im Internet, waren Rohkostgruppen unterwegs, war ein halbes Jahr vegan und dann hat er sich für eine längere Zeit in eine Früchtediät gestürzt. Ich weiß, ich habe damals noch im Bioladen gearbeitet. Wir hatten da so eine Sitzecke oder ein paar Tische, Stühle, wo die Leute auch Mittagstisch eingenommen haben. Und der Freund von mir saß dann immer entweder mit einem Haufen reifen Bananen oder mit anderen Früchten, Mangos und hat dann richtig viel gegessen. Und der hat dann auch, glaube ich, mit ein bisschen mit Muskeltraining angefangen und hat ein paar Jahre lang die Fruchtdiät gemacht. Ab und zu hat er wieder, sage ich mal, so einen Rückfall oder ist einen Schritt zurückgegangen, hat auch mal dann wieder gekochten Reis gegessen oder hat sich dann ab und zu auch mal Romero-Kost zubereitet. Aber ich fand auch immer, er geht den Weg viel zu schnell. Ich habe mich auch immer gewundert. Ich denke mir immer, viele schnappen einfach irgendwas auf, die lesen irgendwas im Internet und verfolgen das nicht gründlich. Das ist nun mal bei den meisten so. Du kannst das nicht gewährleisten. Nur wenn du, klar sind können reife Früchte das Beste sein, was wir essen können, wenn sie wirklich reif sind und eine gute Qualität haben und wenn wir auch relativ gesund sind. Ich würde auch sagen, Menschen, die Zahnprobleme haben oder schon Karies oder einfach Zahnprobleme, die sollen wirklich auch mit Trockenfrüchten vor allem sehr vorsichtig sein. Ich war vor einigen Jahren auf der Revolution und da hat die Maria Kakiaki, das ist für mich auch so ein bisschen die Zahnexpertin, die sich da jahrelang damit beschäftigt, die hat auch, glaube ich, dieses Krasshaftpulver entwickelt. Wie heißt das gleich? Grüne Lichtkraft. Grüne Lichtkraft. Und da waren wir beim Vortragen, sie hat auch gesagt, wenn jemand schon Zahnprobleme hat, lass die Trockenfrüchte weg. Nur an Feiertagen, zum Geburtstag, zu Weihnachten. Sonst Trockenfrüchte weglassen und nicht so viel Früchte essen. Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und ich bin ja auch mit der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Karin Bender-Gonser in Kontakt. Und sie sagt, auch die meisten Rohköstler schädigen vor allem dann ihre Zähne, wenn sie in die Rohkost einsteigen mit zu viel Früchten und Trockenfrüchten, die sich dann auch einiges zubereiten mit zu viel Datteln. Da wird einfach zu viel süß gegessen und wirklich diese basischen neutralen Lebensmittel, also diese hochbasischen, weil die grünen Lebensmittel gehören mit zu den basischsten Lebensmitteln, die wir haben. Und gerade wenn der Körper nicht mehr richtig gesund ist oder gerade für die Entgiftung, Henry hat es schon angesprochen, sind die grünen Lebensmittel eben perfekt. Und die darf man von Anfang an nicht vergessen. Also ich esse auch nicht immer grün zu den Früchten. Also ich liebe auch Monomahlzeiten, wo nicht immer nur
grün dabei ist, aber ich integriere regelmäßig grüne Lebensmittel beziehungsweise grüne Säfte. Und der Freund von mir isst heute wieder alles. Ja, der ist von dieser Rohkosternährung weg, er ist von dieser veganen Ernährung weg, weil es ihm nach vielen Jahren, oder wann hat er angefangen? 2013, jetzt haben wir 2020, also ich weiß, glaube seit letztem Jahr ernährt er sich anders. Ich habe ihm auch gesagt, vielleicht ist es nur die Entgiftung. Er meinte, ja, das habe ich auch alles gelesen, das glaubt er nicht mehr. Also er sagt, er glaubt nicht mehr daran, dass das alles nur Entgiftung ist. Und habe ich ihm auch gesagt, vielleicht bist du ein bisschen zu schnell angegangen. Ich habe ihn nie grün essen gesehen. Also er hat wenig Gemüse gegessen, wenig grün. Und ja, hat sich einfach das rausgezogen, was für ihn so am praktikabelsten war. Früchte essen, die schmecken, die sind schon süß. Und deswegen warnen wir immer davor, zu schnell in diese Früchte-Diät. Das kann man mal nach 10, 15 Jahren machen. Wirklich. Einen längeren Zeitraum Früchte essen. Wenn man wirklich. Es gibt auch nicht den einen Weg oder den einen roten Faden. Also man kann so einen roten Faden schon bereitstellen, so wie wir das machen. Aber dann muss man auch individuell schauen, wo steht ihr gerade? Ne? Was sind, hattet ihr Vorerkrankungen? Habt ihr Medikamente genommen? Ja, lebt ihr in einer Großstadt? Lebt ihr auf dem Land? Ne? Was habt ihr für einen Zugang für wirklich qualitativ hochwertige Lebensmittel? Habt ihr eher einen stressigen Alltag mit Beruf und Familie? Könnt ihr euch regelmäßig Auszeiten nehmen? Könnt ihr Sport machen? Also habt ihr schon mal eine Darmreinigung gemacht? Habt ihr schon mal gefastet? Da muss so viel berücksichtigt werden. Oder welche seelischen Themen belasten euch? Und das muss man auch alles beachten, wenn man diesen Weg oder wenn man sich mit der schleimfreien Heilkost beschäftigt. Das ist nicht nur einfach Ernährung, da gehört so viel anderes dazu. Also die Erfahrung haben wir gemacht, dass man sich eben auch seinen seelischen Themen annimmt und die genau anschaut. Das ist nicht einfach nur Essen oder mal ein bisschen Fasten oder mal ein bisschen Darmreinigung, da gehört viel mehr dazu. Das ist wirklich so ein ganzheitliches Paket. Und wir haben auch so diese schleimfreie Heilkost auch ein bisschen transformiert, haben die auf die heutige Zeit angepasst, weil zwischen Ehrezeiten, als er das propagiert hat und Menschen geholfen hat, und der jetzigen Zeit liegen einfach 100 Jahre, und da ist so viel passiert dazwischen. Es sind so viele Traumata passiert, so viele Vergiftungen auch über die Generation, und da muss man einfach auch ganz anders damit umgehen. Ich weiß, dass auch einige da draußen sagen, ja, die schleimfreie Heilkost ist gar keine Ernährungsform, das ist einfach nur ein Reinigungsweg, das ist einfach nur ein Weg, um weiterzugehen. Aber wer sagt das? Wir sind heute 100 Jahre später, wieso kann man die Dinge nicht einfach modifizieren? Und Erit hat ja auch, oder beziehungsweise im Gesunde Menschen Band 1, in diesem einen Band, wo viele Schriften von Arno und Erit gesammelt sind, hat ja auch damals der bayerisch-königliche Kammernsänger durch die schleimfreie, schleimarme Ernährung eben seine Gesundheit verbessert, seine Stimme verbessert. Ich glaube auch nicht, dass der dann irgendwann ja nur noch von Luft gelebt hat oder nur noch von Rohkost. Damals, es ging gar nicht darum. Oder diese eine Mutter, den Mutterbrief hatte ich auch, glaube ich, letztens mal hier gepostet, das Video dazu, wo ich das vorlese. Sie hat einfach sich schleimfrei ernährt und hatte dadurch, oder schleimarm, hatte dadurch einfach eine leichte Geburt, hat auch nicht zugenommen, eine schmerzfreie Geburt. Also es geht ja gar nicht darum, wirklich diesen ganzen Rohkostreinigungsweg zu gehen und dann irgendwann ja nur noch eine Handvoll zu essen. Viele wollen das halt einfach nicht. Viele sind auch familiär oder sozial so eingebunden, dass sie sagen, ja, mit der schleimfreien Heilkost, da kann ich auch Gemüse dämpfen oder einfach mit der Familie anders essen. Viele wollen das auch gar nicht. Ja? Wir sind ja auch schon relativ fortgeschritten, essen auch weniger, oft unvermischt, also sehr einfach. Und trotzdem sage ich nicht, das ist ja das Nonplusultra. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass mein Weg oder unser Weg, wir gehen nicht davon aus, dass es das einzig Wahre für alle ist. Henry, du jetzt mal wieder. Ich habe vorhin ganz viel. Jetzt mal wieder Henry, damit mein Sprachanteil nicht so groß wird. Was ich in dem Zuge noch ansprechen kann, ist, man sieht bei Arnold Erhardt auch, er selber hat auch lange Fastenphasen gemacht. Er hat dann, das kennt ihr ja selber, wenn ihr die schleimfreie Heilkost schon gelesen habt, dass er dann mal für ein paar Wochen gefastet hat. Dann hat er zum Beispiel Trauben gegessen oder Traubensaft getrunken und dann hat er auf einmal für die nächsten 56 Stunden einen Dauermarsch gemacht, ja, und dann am Ende noch Kniebeuge und alles. Erhardt hat diese Phasen auch gemacht, ja. Ich bin mir auch sicher, wenn er noch länger hätte weiter leben dürfen, dann hätte er diese Phasen auch noch weiter ausgebaut. Und wer weiß, was dann noch gekommen wäre von ihm. Ja? Aber er selber wusste eben, das ist sein Weg. Er selber konnte das machen zu dem Zeitpunkt, wo er auf seinem Level war. Er wusste aber auch, das ist nicht auf jeden Menschen 1:1 umsetzbar. Ja? Das heißt, deswegen hat er eben dieses System der schleimfreien Heilkost entwickelt. Ja? Eben angefangen mit den kurzen Fastenphasen. Oder eben angefangen einfach nur mit der Ernährung, ja, weil Erhardt schreibt auch in seinen Büchern, sagt er auch eben, dass diese Ernährung allein ein von allen
Zipperlein und Krankheiten wieder befreien kann. Ja? Das heißt, man müsste noch nicht mal fasten rein theoretisch. Das dauert dann zwar länger, aber das würde schon ausreichen. Ja? Und das heißt, er hat seine Sachen da gemacht, ja, und hat aber trotzdem eben diesen Weg für die Menschen angepasst, die noch eben am Anfang stehen oder die eben vielleicht noch gar nicht so weit gehen wollen, ja. Das hat er, an diese ganzen Sachen hat er alles gedacht, ja, und das versuchen wir auch. Wir denken an diese ganzen Sachen und wir denken eben auch 100 Jahre weiter und beziehen diese ganzen Sachen mit ein. Ja. Zu den Trauben wollte ich übrigens noch sagen, obwohl er die so favorisiert hat, ich mag Trauben überhaupt nicht, weil die einfach nicht mehr die Qualität haben. Du hast viele Traubensorten, die hier auch im Bioladen verkauft werden, die sind kernlos. Ich bin immer ganz vorsichtig mit Trauben. Also wenn wir manchmal hier Rohkostpotluck machen, bringen manche ihre Gartentrauben mit, also aus dem Garten. Die haben da auch so kleine Kerne und die schmecken wunderbar. Und da spüre ich auch wieder so diese Energie oder so eine Art Urkraft. Aber bei allen Weintrauben, die man hier so kaufen kann, und wir waren ja auch auf La Palma haben wir auch Trauben gegessen und auf Sardinien, Sizilien, das hat mich alles nicht so überzeugt. Ich denke, die Früchte sind, da merkt man das, ich schätze mal, daran merkt man auch, dass die Früchte nicht mehr so ursprünglich sind. Mhm. Welche Früchte sind denn noch ursprünglich? Man sagt vor allem Beerenfrüchte, ne? Dass die noch nicht so hochgezüchtet sind, vielleicht bei den Erdbeeren, aber da gibt es ja auch alte Sorten, wie heißen das, diese Schindlers? Mieze Schindler ist ja auch so eine ganz alte Sorte. Und wir haben hier auch einen regionalen Bauern, wo wir Erdbeeren sammeln können, der hat auch diese alten Sorten. Ne? Es ist wichtig, wirklich bei den Früchten noch auf die Qualität zu achten. Eher Beerenfrüchte oder Papaya. Und auch wegen dem Säuregehalt aufpassen, gerade eben bei Grapefruit, bei diesen ganzen Zitrusfrüchten. Ich kann zum Beispiel noch erzählen, wir beraten ja auch viele Menschen oder genau begleiten sie ein bisschen, dass mir zum Beispiel eine Frau geschrieben hat, dass sie über einen gewissen Zeitraum sich nach Anthony Williams ernährt hat und auch jeden Morgen Zitronenwasser getrunken hat über ein Jahr lang. Und dann hat sie Zahnprobleme bekommen oder Zahnfleischprobleme und hatte vorher diese Probleme nie. Also wo ich auch sage, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man schon, gut, sie hatte jetzt nie Probleme, aber gerade wenn man schon Probleme im Mundraum hat, dann würde ich eher so aufpassen. Also ich weiß gar nicht, bekommen wir hier eigentlich wirklich reife Zitronen hier? Mhm. So richtig, also richtig reife Zitronen sollen ja gar nicht so sauer schmecken, oder? Hat das nicht der Walter Schauber auch gesagt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich hab das mal auf Sardinien erlebt, aber ich persönlich bin bei Zitrusfrüchten immer vorsichtig. Das ist, ja, gerade so die Säure und sowas, das ist so in Rezepten verarbeitet. Wenn man sich mal einen Salat macht, da sehe ich da kein Problem. Ne? Aber so pur und auch im Wasser, ich habe da mal eine Zeit lang mit rum experimentiert, da habe ich aber auch immer Zahnschmerzen bekommen, obwohl ich es auch mit Strohhalm getrunken habe. Ja, ich wollte noch den Bruno Weißbrot erwähnen von Isgras. Der hat sich ja auch mit Rohkosternährung beschäftigt, hat glaube ich auch 4 Jahre lang Rohkost praktiziert, sehr früchtebasiert, hat auch Sport gemacht und er hat dann Zahnprobleme bekommen. Er ist jetzt nicht komplett von der Rohkost weg, aber er hat sich umorientiert. Also er baut ja dieses Ray-Gras an. Das ist auch ein ganz wunderbares Gras, was man auch gut so essen kann. Das muss man jetzt gar nicht entsaften, vor allem wenn es noch jung ist. Also er empfiehlt auch eher Beerenfrüchte. Ne? Er verwendet zum Beispiel auch Baumblätter oder eben Wildpflanzen, ein bisschen Gemüse. Also er hat sich ein bisschen von den Früchten und auch von den Trockenfrüchten zurückgezogen. Und da ging es natürlich seiner Gesundheit auch besser. Es muss halt jeder auch schauen, wo er gerade steht. Ich meine, es gibt auch Menschen, wie Henry sagt, die wollen ja mit dem Kopf durch die Wand. Die wollen das jetzt probieren, weil denen das jetzt gerade am besten schmeckt, weil sie Gefühl haben, ja, das ist das Beste. Aber da muss halt dann jeder selber seine Erfahrung machen. Wir wollen einfach nur von unseren Erfahrungen sprechen und eine sanftere Methode anbieten. Also wie man sanfter in diesen Übergang gleiten kann hin zu einer besseren Ernährung und zu mehr Gesundheit, aber ohne dass unbedingt körperliche Schäden auftreten müssen. Und ich denke auch immer, was man in der heutigen Zeit vor allem beachten kann, weg von der Industriekost, auf die Qualität der Lebensmittel achten, nicht zu viel kombinieren und nicht so stark würzen und auch die Nahrungsmittelmenge ein bisschen reduzieren. Weil nach unserer Erfahrung ist das wirklich möglich. Über die Jahre von 5 auf eine Mahlzeit, das funktioniert. Und das müssen nicht mal energiereiche Lebensmittel sein. Das funktioniert auch wunderbar eben mit Sprossen, Wildpflanzen, ein bisschen Salat, ein bisschen Gemüse und weniger Fruchtsäuren. Was ich persönlich auch in den letzten Jahren gesehen habe, durch die ganzen Coachings oder Menschen, die mich angeschrieben haben, ist, ich habe wirklich Frutarier kommen und gehen sehen. Ja, wirklich. Das ist wirklich das, was man signifikant sehen kann über die Jahre hinweg. Dass da immer wieder Leute reingekommen sind für ein paar Wochen, Monate, manchmal auch Jahre, und dann sind sie so dermaßen gecrasht und haben dann wieder Fleisch gegessen und sowas. Und das sieht man immer und immer wieder. Ja, immer und immer wieder.
Und ja, und deswegen haben wir heute eben auch nochmal dieses Video gemacht, um da eben nochmal drauf aufmerksam zu machen. Und ich habe auch Menschen gehabt, die haben mich angeschrieben, die haben sich komplett die Zähne kaputt gemacht, ja, oder waren so abgemagert, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. Ich werde das mal separat machen, dass wir vielleicht nochmal ein separates Video machen, wo man mal so Beispiele anspricht und dass man da mal speziell drauf eingeht, wie man diese Fehler hätte vermeiden können, ja. Aber speziell auch nochmal zu den Zähnen, weil wir heute bei dem Thema sind, ja, wenn zu große Löcher in den Zähnen drin sind, dann kann man ab einem gewissen Level keine Heilung mehr wieder zustande bringen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Der Zahnschmelz, der kann sich wieder regenerieren bis zu einem gewissen Grad, aber wenn der zu einem großen Grad zerstört ist, dann ist dann irgendwann mal Feierabend, ja, und dann kann ich euch dann auch bloß nur noch einen guten Zahnarzt ans Herz legen, der dann diese Schäden wieder reparieren kann. Und danach sollte man dann sich überlegen, ob man dann vielleicht mal die Ernährung etwas anpasst. Ja. Und nochmal, wenn ihr auch Zahnprobleme haben solltet, dann lasst auch mal, wenn ihr wirklich stärkere Schmerzen habt, für eine Zeit lang die Früchte komplett weg. Ja. Dann kann sich der Zahnschmelz wiederholen, der kann sich wieder härten und dann richtet dann eben mal eure Ernährung so aus, wie der Silke gerade schon so schön beschrieben hat. Ja. Also immer wenn ihr merkt, ihr bekommt zwischendurch Probleme, passt euer Level wieder an, fahrt die Früchte ein bisschen runter, fahrt die Entgiftung runter, hebt die mineralhaltigen Sachen an, baut auch mal Salate ein wieder, ein bisschen mehr Fett, vielleicht auch gedämpftes Gemüse und gekochtes Gemüse, wenn da jetzt nicht nur die Rohkost geht, und sucht euch da ein paar Rezepte raus, dass ihr da wieder so in die Balance reinkommt. So. Und was ich auch noch sagen wollte, die Menschen, die dann in diese Früchte-Diät reinstürzen und gewisse Dinge nicht beachten, die sagen dann, oh, die Rohkost funktioniert nicht, ja. Früchte sind schlecht und das ist ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Rohkost ist wunderbar. Also alle Tiere, alle Wildtiere auf der Welt essen roh. Aber wir müssen halt bestimmte Dinge beachten, weil wir eben so eine gewisse Vorgeschichte hinter uns haben. Ne? Das kann mal das Ziel sein, Rohkost zu essen. Aber man sollte es wirklich nicht überstürzen. Ich kann nur noch mal kurz erwähnen, ich habe 1992 meine Ernährung umgestellt. Zuerst aus ethischen Gründen, Fleisch weggelassen, dann Fisch weggelassen, irgendwann Eier, Milch. Das war wirklich so ein aus dem Innersten heraus. Ich hatte da nie, das Internet gab es nicht. Es war einfach so ein innerer Prozess, hatte mein Buch und habe das einfach von mir aus heraus gemacht, aber langsam. Ich habe ein paar Jahre vegan gelebt, habe in der Zeit auch ein Rohkostbuch vom Helmut Wandmarker in die Hand bekommen. 2 Jahre später habe ich es ausprobiert, aber ich habe mir viel Zeit damit gelassen. Dann habe ich wirklich jahrelang immer im Sommer 2-3 Monate nur von Rohkost gelebt, dann wieder im Winter ein bisschen gekocht oder dann auch mehr gekocht. Über den Winter war das dann so, da kam wieder mehr Brot und mehr gekochtes. Aber dann habe ich immer im Frühjahr gefastet, wenn es möglich war. Und dann habe ich wieder ein paar Monate Rohkost gegessen. Und dann habe ich 2013 auf Rohkost umgestellt. Mehrere Jahre nur Rohkost gegessen. Dann habe ich mit dem Henry dieses Kochkost-Experiment gemacht, beziehungsweise Schleimverheilkost, wo wir sagen, okay, wir essen jetzt mal fettfrei und dafür integrieren wir wieder gedämpftes Gemüse. Und ich habe jetzt keine großen, klar hat man mal ein bisschen Entgiftung, mal dies, mal das, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwelche Schäden davon getragen habe, weil ich eben den Weg auch sehr langsam gegangen bin. Und wie Henry auch schon mal in diesem ein Video, was er ja auch hochgeladen hat, so schön gesagt hat, labelt euch nicht selber. Ja? Ich sage auch nicht mehr, ich bin Rohköstlerin, ich bin Veganerin, das beschreibt mich gar nicht. Da hatte ich auch mal ein ganz wunderbares Gespräch vor vielen Jahren mit dem Urs Hochstrasser. Das ist ja auch dieser Rohkost oder Experte, was so diese Rohkostküche angeht. Er hat schon viele, viele Jahre Rohkost zubereitet und hat auch gesagt, er sagt gar nicht, dass er Rohköstler ist. Einfach, wir sind ja so viel mehr und damit will ich mich auch nicht labeln. Ne? Dann isst man halt mal wieder ein bisschen gedämpften Blumenkohl oder man isst mal im Winter eine Suppe mit Freunden zusammen. Na und vieles ist ja auch das Mindset. Ja, also wenn man natürlich jetzt Angst vor diesem gekochten, dann, oh, jetzt gehe ich wieder zurück, boah, Kochkost ist schlecht und verteufelt das, das ist nicht Sinn der Sache. Wir haben die Erfahrung gemacht, klar, wenn wir wieder mehr gedämpftes Gemüse essen oder so auch gebackene Süßkartoffel, gebackenen Kürbis, hat mir auch schon in unserem Video erzählt, man isst mehr als man braucht, man isst vielleicht am nächsten Tag ein bisschen so. Oder hat man, ich merke das bei mir dann auch im Gesicht, oder man braucht ein bisschen, immer im Sport reinkommt. Ja, aber das sind unsere Erfahrungen. Ja? Und klar ist für uns Rohkost so das Beste, wenn wir Rohkost essen. Aber für viele Menschen ist das halt nicht möglich. Und wir wollen auf keinen Fall die Kochkost verteufeln. Ich habe ja auch 2 Kinder, die sind weder Veganer noch Vegetarier noch Rohköstler. Aber die essen die meiste Zeit pflanzlich und auch viel Rohkost. Ja? Okay, ihr Lieben, das Video sollte eigentlich gar nicht so lang werden. Wir werden es jetzt mal hier an dieser Stelle abschließen und wir gehen aber zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall auch nochmal auf diese Thematik drauf ein. Schreibt gerne auch eure Fragen hier unter dieses Video drunter und dann können wir das in einem separaten Video auch nochmal beantworten. Mhm. Ja, ihr Lieben, genau. In diesem Sinne, da würde ich sagen, dann wünschen wir euch jetzt noch eine wundervolle Zeit
Und ja, alles Liebe. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. Bis ganz bald.